lieben Freunde, euer Elias, herzlich willkommen zum 18. Need for Speed Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, hier im Hintergrund könnt ihr auch schon direkt unsere neue Karre, den Porsche, sehen. Und zwar habe ich mich für den Wagen entschieden, weil das ist so ein Allrounder, der ist gut für die Kurven und ist insgesamt auch richtig schnell. Der Ferrari wäre jetzt nicht so gut gewesen, weil den hätte man kaum tunen können, habe ich nachgeschaut. Und der Porsche hier, der ist auch besser in den Kurven, also auch besser gedacht für Drift-Events und so weiter. Und ich finde, sieht eigentlich richtig geil aus, dieses Blau-Metallic hier mit den roten Felgen, Alter, oh Junge. Das sieht echt übertrieben geil aus. Ich habe den jetzt insgesamt, glaube ich, auf 900 PS oder so getunt. Guck mal oben rechts, 926 PS hat der Wagen, 2,27 Sekunden ist der von 0 auf 100, also der hat schon einiges drauf. Top-Speed 373 km/h, ich glaube sogar noch ein bisschen schneller als der Lamborghini hier. Den haben wir jetzt momentan in die Garage gepackt, aber das ist natürlich auch ein Monster. Und wir können natürlich auch hier immer noch einen anderen Porsche, den 911er Carrera von diesem Nakais, aber den kann man halt kaum tunen und der ist halt nicht zu vergleichen mit diesem Porsche 911er hier. Und ja, wir können natürlich auch in den nächsten Folgen, wie gesagt, wir sind dann noch, glaube ich, nicht so weit vom Spiel. Wir können uns dann noch ganz viele andere neue Autos kaufen. Wir haben ja noch genug Platz hier in der Garage für 5 Autos. Und dann werden wir das auf jeden Fall auch machen, Freunde. Und ja, würde ich sagen, starten wir so direkt unser erstes Rennen mit unserem neuen Wagen hier. Aber erstmal, ja, wir machen erstmal so, wir treffen uns erstmal mit den ganzen Leuten hier. Und dann kommt das Rennen später. Also erste Mission, Triff Spike in Longhorn und danach Griff Robin in ihrer Halle. Alles klar, bis gleich. So, da sind wir. Oh, yo, hey, du bist dran. Hey, was geht ab? Endlich ein richtiger Gegner. Zeig, was du kannst. Ich bin ein Billiarder da. Guck mal jetzt, Freunde, warte, bam. Hab ich gut getroffen, oder? Scheiße, richtig schlechter Schlag. Bleib beim Fahren. Bleib beim Fahren. Okay. Jo, Mann, alles okay? Welcher war's, Mann? Ha? War's der 277, ja? Du wusstest doch nicht mal, dass das Magnus Lieblingswagen ist. Jo, was ist dein Problem, Junge? Magnus spediert dem Kerl eine Fahrt in seinem 911er. Wo hat er eigentlich deine Nummer her, ha? Hey, stimmt das? Was hast du getan? Ich hab sie ihm gegeben. Entspann dich. Entspann? Ja. Entspann? Das war meine Fahrt. Sie gehört mir. Mike, ist das ein neidischer Spasti, Alter? Komm schon. Wir stehen auf deiner Seite. Travis gibt dir einen Schubs, damit was bei dir geht. Ich brauche keine Hilfe. Und unser Neuer hier sahnt jetzt alles ab, ja? Was? Was guckst du mich so an? Ich hau dir gleich eine rein, du kleiner Pisser, Alter. Weißt du was? Das ist, was du wolltest. Guck her. Mhm. Ey. Ja, Spasti. Jetzt hast du Angst, ne? Sieht er einen von uns, sieht er uns alle. Wir stecken alle mit drin. Alles klar? Ja. Eine Zieleine, Alter. Das ist cool. Meine Fresse, Alter. Geht der mir auf den Sack hier, der Spike. Ja, entschuldige dich mal. Tut mir leid, Mann. Ja. Ich will das so sehr. Weißt du? Trotzdem, gönn deinen Freunden auch was und nicht alles nur dir gut. Selbst. Hauen wir ab und ziehen's durch, Mann. Ja, will ich hoffen, Alter. Mann. Entschuldigung angenommen. Eieieiei. Du machst irgendwas verdammt richtig. So, und jetzt treffen wir erstmal die Robin hier in ihrer Halle. Mal gucken, was sie uns hier zu sagen hat. Ich bin mal gespannt, wie der Porsche sich gleich fahren lässt, Freunde. So, jetzt sind wir auch schon direkt keine bei Sorge, Amy. Keine Sorge, das sind normale Typen bei wie du Robin. Und ich. Echt komisch. Die haben mich noch vor 2 Minuten angerufen. Oha. Was ist das denn? Mann, wirklich süß. Pass auf. Risky Devil Hackfleisch, ihr seid erledigt! Okay, das war Kupsi. Oh, wirklich? Mit Schweinemasken. Was sagt ihr dazu? Ehrlich? Du bist die auserwählte Pizzaschneiderin, was sonst? Das sind die Jungs, die du treffen solltest. Was geht ab, Kumpel? Ich kenne deine Moves, du Killer. Echt, Barbara? Ja, aber wenn du dich mit den Jungs anlegen willst, brauchst du mehr Respekt. Komm schon, verbeul deinen Schlitten. Mhm. Demolier ihn richtig. Dreh ihn hoch und zeig's den Reifen. Bist du bereit für sowas? Ja, natürlich. Ich bin auch bereit für dich. Gib heute her. Nacht. Setz dich. So, Robin will's wohl anscheinend richtig wissen, ne, die kleine Ho. Amy ruft uns gerade an. Was will die denn? Hör zu, Spike. Zieh die Sache durch. Jeder andere hat gut reden, Mann. Amy ist gut. Der Neue ist gut. Und wo bleib ich dann noch? Auf dem richtigen Kurs. Der ist gerade schwierig zu erkennen, Travis. Komm, einen Schritt nach dem anderen. Ihr zwei fahrt zur Garage. Ich hab für Inspiration gesorgt. Hörst du, Spike? Ja, er ist in Ordnung. Ich treffe euch dann da. Magnus Walker ruft an. Hey, Mann. Ich bin's, Magnus. Hör zu. Das hier sind die absolut besten Downtown-Läufe. Pass nur auf die Polizei auf. Bin gespannt, was du drauf hast. Also, geh da raus und fahr. Viel Glück.
Alles klar, Freunde. Jetzt haben wir ein paar neue Missionen auf der Karte. Jetzt gucken wir erstmal, wo es weitergeht. So, alles klar. Hier, Karte. Wir haben jetzt einmal das Rennen. Besiegne Magnus Walker mit seinem 277er Porsche, also wir sollen mit seinem Wagen fahren, ach du Scheiße. Gewinne die von Manu ausgekundschaften Drift-Events. Da würde ich sagen, machen wir erstmal hier die Drift-Events, aber wir treffen uns vorher mit der Amy in der Garage, weil wir müssen sowieso nochmal die Garage-Dinger, den Wagen auf Drift machen. Alles klar, bis gleich zur Garage. Was für ein so. Schöner Boah! Der Porsche ist echt krass. Alter. Einen will ich aufbauen. Guck mal, unser Wagen ist da einfach. Hoffentlich. Hey. Hey. Die Leute diskutieren schon über deine Arbeit hier. Es geht los. Komm. Amy hat den Channel von Nakai-san. Hey, Mann. Komm, Spike, verschwinde. Los. Warte, alle hassen Spike, Alter. Also, ich erklär's dir. Oberstes Gebot ist Balance. Ich baue nicht für andere, ich baue für mich. Es dauert den Tag. Da unser Porsche da hinten, Alter, wie krass, Mann. Zu lassen. Ey, heftig. Es ist egal, woher die Teile kommen. Airlift, Fahrwerk, japanische Bremsen. Wie haben die das hinbekommen, Mann, dass denn echter Grafik da steht? Bist du. Ist es für dich cool oder nicht? Robin ruft uns an, wir kriegen hier nur Anrufe, was ist denn jetzt hey, los? Robin hier, hab Lust zu driften. Rate, wer da sein wird. Risky Devil, willst du mitmachen? Das wird gut. Nein, gilt nicht. Komm einfach. Alles klar, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Porsche sich beim Driften fahren lässt. Also ich werde jetzt mal alles schön nach links machen. Und jetzt werden wir unser erstes Drift-Event machen. Ich schau mal noch, wo ich denke mal hier, guck mal nach. Wir haben jetzt hier insgesamt 3 Missionen. Und diese müssen nur diese Outlaw-Mission machen, haben viele von euch geschrieben, weil das sind auch Hauptmissionen. Nur da müssen wir erstmal einen Polizeiwagen finden. Ihr könnt mir am besten mal in die Kommentare schreiben, wie ich das mit diesen Outlaw-Missionen machen soll. Das ist das, wo dieses Fragezeichen da ist. Erstmal machen wir aber jetzt Gewinne, die von Manu ausgekannschaften Drift-Events. Das werden wir jetzt zuerst machen. Alles klar, bis gleich. So! Abtrieb, gewinnen die von Manu ausgekundschaften Drift-Events. Jetzt geht's los mit dem Porsche, Alter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der sich gut fahren lässt hier. So, ey, was ist das denn, Alter? Verpisst euch mal. Also, wir müssen wie viel Punkte? 30.000? Alter, das ist doch die Polizei hier, Mann. Ich bin voll durcheinander gerade. Verpisst euch mal. Oh, Junge, der ist schon viel besser. Ich merke das sofort, Freunde. Guckt euch das mal an, wie der sich hier lenken lässt, Alter. Junge, Junge. Der rutscht in die Kurven. So muss es auch sein, Mann. Guck mal jetzt, wie easy das mit dem ist zu driften. Ja, guck mal, das ist schon ein ganz anderes Feeling. Guckt euch das mal an, Freunde. Der Lamborghini ist einfach für sowas nicht gemacht. Der Lamborghini ist mehr so für diese schnellen Tempo-Events gedacht. Alter, wir haben aber erst 1000 Punkte, warum so wenig? Oh, Junge, das ist trotzdem schwierig zu driften, Alter. Driften ist echt nicht einfach, finde ich. Warte, jetzt haben wir schon so viele Punkte. Jetzt nochmal die Kurve hier. Oh, die haben wir jetzt nicht so gut genommen. Egal, so. Ein bisschen Nitro. Warte, jetzt nochmal die Kurve hier. Zack. Ja, Mann, die haben wir gut genommen. Schön, perfekt. Wieder 10.000 Punkte dazu. Jetzt ruft uns Amy an, halt die Schnauze. Wow, knall ich einfach gegen den Baum. Also man merkt, der Wagen ist echt ziemlich rutschig. Aber ich merke sofort, dass es viel besser ist als mit dem Lamborghini. Wir haben jetzt schon die 24.000 Punkte erreicht. Guck mal, ganz locker, easy. Boah, wie geil der einfach driftet. Guck mal, wie... Oh. Scheiße, ich muss mich erstmal an den Wagen gewöhnen. Das ist wirklich meine erste Fahrt mit dem. Ich habe den gerade im Laden gekauft. Und jetzt fahre ich ihn das erste Mal gemeinsam hier mit euch. 24.000 Punkte haben wir. Jetzt machen wir erstmal hier die... Warte mal. Boah, Junge, Alter. Abnormal, wie der rutscht, ne? Ich habe den auch jetzt volle Kanone auf Drift gestellt. Vielleicht sollte man das nicht ganz so hoch machen. Guck mal jetzt, warte. Boah, komm, ja, super. Guck mal, wie geil der Wagen rutscht. Jetzt nochmal hier. Hui, ja, ist nicht so gut bekommen. Egal, die 30.000 haben wir locker gepackt. Warte, jetzt nochmal hier die Kurve. Gönnt euch jetzt diese Kurve, warte. Oi, oi, oi. Scheiße, ich fahre wie so ein Rillepeter, Freunde. Egal, wir sind jetzt im Ziel angekommen. Ganz locker, easy gleich. Hui. Eieiei, egal, wir haben 33.000 Punkte. Da ist das Ziel. Egal, wir müssen erstmal dran gewöhnen, Freunde. Weil ich will auf jeden Fall ganz viele Autos kaufen. Nicht jetzt hier wieder nur alle 20 Folgen ein neues Auto oder so. Nein, 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 nein. Ich will auf jeden Fall hier schön ordentlich viele Autos kaufen. Alter, was ist das für eine komische Strecke hier, Alter? Warte mal, guck mal jetzt diese Kurve hier. Der Drift. Boah, der war Baba, oder? Habt ihr den gesehen? Der war geil. Jetzt springen wir nochmal hier rüber die Rampe oder machen wir so. Alter, was ist denn hier los, Mann? Hä? Wie lang ist denn diese Strecke noch? Ich dachte, das wäre schon lange vorbei. Ey, Porsche! Aber der hat auf jeden Fall einiges drauf, Freunde. Ich merke sofort diesen Antritt von dem Porsche. Der geht abnormal ab. Komm, jetzt ist das Ziel. Zack, Junge. Scheiße. Eieieiei. Okay, das war jetzt nicht meine beste Fahrt, aber egal. Wir haben es geschafft. Hier Zielpunktzahl 30.000. Okay, jetzt machen wir erstmal schön das Rennen bei Magnus Walker. Aber da müssen wir mit seinem Porsche antreten, Freunde. Und nicht mit unserem, leider. Deshalb, unser Porsche wird, denke ich, so in der nächsten Folge so wirklich bei einem Sprintrennen zum Einsatz kommen. Aber ja, Freunde, ich mache jetzt einfach mal die nächste Mission. Aber hören wir erstmal, was der Manu uns zu sagen hat. Mann, ich bin die Läufe nacheinander gefahren. War insgesamt ganz gut, bis auf ein paar knappe Situationen mit den Cops. Naja, gib ordentlich Gas. Wir sprechen uns später. Peace. Ja,
Oh, Junge, Alter, der Wagen lässt sich so geil steuern. Seht ihr das? Habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen, guck mal, die Kurve jetzt hier. Immer wenn ich mit Ansage was machen will, dann verkacke ich. Ist immer so. Warte, guck mal jetzt, Freunde, warte. 1, 2, 3. Scheiße, aber guck mal, wie der am Rutschen ist. Das ist so krass, ne? Guckt euch das mal an, Mann. Alter Schwede, ist das krass, ey. Heftig. So, jetzt gucken wir erstmal unsere Nachrichten nach. Was gibt's denn? Amy hat eine Nachricht. Was will die uns sagen? Hey Mann, hast du dir schon dein Fahrwerk angesehen? Die Power muss auf den Boden gebracht werden. Also, teste ein bisschen, was am besten passt. Okay. Alles klar, so, jetzt gucken wir erstmal unsere nächste Mission an. Rüste auf ein voll einstellbares Fahrwerk auf, okay? Das ist die Mission bei Amy, aber erstmal machen wir jetzt bei Magnus Walker. Das wollt ihr, glaube ich, am meisten sehen, Freunde. Das fandet ihr so interessant, wie wir gegen den gefahren sind. Und ja, Driften haben wir heute gemacht, deshalb werden wir erstmal jetzt hier schön zu Magnus Walker gehen. Fahre Magnus Walker für diesen Event, kaufe es in der Garage. Alles klar, Leute, bis gleich. So, Freunde, Mac der Mike's Meile. Besiege Magnus mit seinem 277er Porsche. Gucken, wie der sich fahren lässt, dieser Porsche hier. Ist auf jeden Fall ein richtiger Klassiker, der geht übertrieben ab. Habe ich ja beim letzten Rennen gegen mich gesehen. So, wo ist Magnus? Oha, 20 Kilometer. Oh, wir müssen 20 Kilometer innerhalb von 6 Minuten packen. Eieiei, wo ist denn der? Ah, wir müssen seine Zeit, das ist Zeitfahren, okay? Alles klar, mal gucken, ob ich Magnus Walker Zeit schaffe mit diesem Auto. So, das wird jetzt ein richtig krasses Rennen. Eieieiei. Wow! Alter, der hat sogar Nitro, der Wagen. Ich finde, der lässt sich richtig gut steuern irgendwie so. Voll locker, easy, flockig, Mann. Ohne Spaß. Ich drücke nach links, der fährt auch nach links. Guck mal, wie locker der sich... Alter, der hat ja ein richtig gutes Grip. Das muss ich einfach mal sagen. Also, der bleibt gut auf dem Boden. Krass, Alter. Junge, guck mal, wie heftig man mit dem um die Kurve fahren kann. Habt ihr das gesehen? Seht ihr, Freunde, ich bin doch kein schlechter Fahrer. Das war alles das Auto. Nein, Spaß. Aber unser Porsche fand ich noch ein bisschen geiler. Der ist natürlich jetzt auch schon krass, dieser Wagen hier. Komm, dann packen wir jetzt. Ja, Freunde, ich werde noch wahrscheinlich dieses Rennen hier machen können. Heute wird es ein etwas kürzeres Need for Speed Let's Play werden, weil der Nelson kommt heute und ich muss den gleich vom Bahnhof abholen. Und deshalb kann ich die Folge heute nicht allzu lange halten. Aber nächstes Mal wird es auf jeden Fall eine richtig geile Folge mit unserem neuen Porsche geben. Ich werde mal gucken, ob ich den noch ein bisschen aufrüsten kann bis dahin. Ich habe auf jeden Fall den schon so gut wie möglich es geht eigentlich getuned. Aber das Blöde ist, Porsche und so, die kann man alle nicht so krass tunen wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Nissan GT-R oder so. Die kann man noch zum Beispiel an den Kotflügeln besser tunen oder so. Deshalb, wir schauen einfach. Also schreibt mal wirklich in die Kommentare, auf welchen Wagen ihr am meisten Bock habt. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 70.000 oder so übrig. Kann jetzt weiterhin noch sparen auf ein neues Auto, wie ihr möchtet. Dann können wir mit dem Wagen beim nächsten Mal fahren. Aber dieser Porsche, der ist einfach so krass vom Magnus. Ne? Guck mal an, wie man mit dem fährt. Ich habe bisher noch keinen einzigen Unfall gebaut. Oha, wir müssen das unter 6 Minuten packen. Ich glaube, das Rennen ist aber heute schon ordentlich genug, ey. Ich würde sagen, das Rennen können wir ein bisschen ausnutzen, um so ein bisschen andere Dinge zu quatschen. Gibt es momentan so zu bereden. Ja, Freunde, was ich euch auf jeden Fall noch ans Herz legen kann, ich war ja, wie gesagt, mit meinem Vater jetzt vor ein paar Tagen in Star Wars drin gewesen. Oh, jetzt unser erster Unfall. Star Wars Episode 7. Ich werde jetzt nicht spoilern oder so, macht euch keine Sorgen. Nur ich empfehle wirklich diejenigen, die Star Wars nicht feiern, die haben wahrscheinlich nur so einen Trailer-Spot oder sonst irgendwas gesehen. Aber tut mir einen Gefallen, guckt euch Teil 1 bis 3 an. Das ist jetzt keine Produktplatzierung oder sonst irgendwas. Ich werde auch nichts in die Beschreibung verlinken. Guckt euch auf irgendeiner Seite an, wo ihr wollt, Star Wars Episode 1 bis 3. Und spätestens bei Episode 3, Alter, da müsst ihr einfach merken, was das für eine krasse Filmreihe ist. Weil ich finde, Episode 3 ist einfach so krass. Ich bin damit groß geworden mit diesem Film. Das ist einfach unnormal krass für mich, dieser Film. Und ja, ich teile gerne, wie gesagt, meine Erfahrungen, meine positiven Ereignisse mit euch. Und deshalb empfehle ich euch einfach mal, diesen Film hier reinzuziehen, falls ihr darauf Bock habt. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen, wenn ihr euch Episode 1 bis 3 reinzieht. Weil ich finde, das ist einfach einer der geilsten Filme, also Teil 3. Aber ihr müsst auf jeden Fall auch Teil 1 und 2 gucken, damit ihr so halbwegs versteht. So, jetzt kommt mal die Kurve hier. Wow, ey, Freunde, wenn ich dieses Rennen verkacke, dann bin ich aber echt sauer, Alter. Weil dann sind 6 Minuten wieder umsonst gewesen. So. Boah, Junge, das Ding da, diese Brücke erinnert mich irgendwie an Köln, dieses Teil da. Das ist auch so ein Ding am Leuchten. Ich weiß nicht genau, was das ist. Mal für jeden, die in Köln wohnen, vielleicht kommt euch das ja auch bekannt vor, dieses leuchtende Ding, was da oben gerade war. Boah, Junge, dieser Porsche ist aber richtig geil, Mann. Der hat... Guck mal, wie geil man den... Das ist wie so ein kleiner Herbie, Alter. Wie so dieses Auto von Mr. Bean, Alter. Das hat's richtig in sich. Weißt du, wie die Karre abgeht? 10 Kilometer noch, Freunde. Wir haben die Hälfte erreicht und sind genau bei der Hälfte mit der Zeit. Ach du Scheiße, das kann ja was werden. Das wird echt richtig schwer. Jetzt kommt noch die Polizei da. Ach du Scheiße. Boah, die Kurve haben wir perfekt genommen. Habt ihr das gesehen? Komm, komm, komm. Yalla, yalla. Wir müssen uns auch ein bisschen aufs Rennen konzentrieren, ja? So, also wie gesagt, der Nelson kommt heute Abend vorbei. Stefan, Tugay, Onur und so weiter. Die kommen auch alle zu mir. Dann chillen wir alle bei mir. Machen wir uns einen gemütlichen Abend hier. Die Jungs haben wir den Nelson lange nicht mehr gesehen. Ich habe den Nelson ja letzte Woche gesehen. Dann waren wir beim Leo gewesen. Habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen.
Und ja, machen wir uns einen gechillten Abend. Und der Nelson ist am Sonntag wieder weg. Wir werden auf jeden Fall morgen, denke ich, also wir werden es versuchen, ein Video für viel FIFA aufzunehmen. Ich muss da ja Food Draft morgen hochladen. Und ich werde dann wahrscheinlich den zweiten Teil mit Nelson zusammen hochladen, wo wir dann zusammen Food Draft spielen oder so. Wir schauen einfach mal, wie ich das machen werde. Boah, Junge, jetzt geht der Porsche aber ab. Der fährt aber auch so einen 300 km/h. Guck mal, 300 km/h ist der schnell. Okay, die Strecke ist jetzt perfekt gerade. Oh mein Gott, was kommt denn jetzt hier für eine Kurve, Alter? Eieieiei. Wow! Fast haben wir die Kurve gut genommen. Ja, war doch nicht schlecht, war nicht schlecht, Alter. Okay, komm, das packen wir. Junge, was ist das für eine Strecke? Die ist ja richtig krass, Mann. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Also, das neue Jahr ist auf jeden Fall gut gestartet. Auf den beiden Kanälen. Ey, ich bin super zufrieden mit der Resonanz. Vor allem momentan auf beiden Kanälen läuft es übertrieben gut. Ey, auf viel FIFA machen wir fast täglich die 1000 Abonnenten. Das ist einfach unnormal krass, ey. Und dafür möchte ich mich bei euch allen nochmal bedanken für eure krasse Unterstützung, dass ihr wirklich jedes Video von uns schaut. Ui, yo. Auf viel Gaming TV einfach auch abnormal geil, ne? Also, wisst ihr doch, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren hatte jedes Video auf dem Kanal gerade mal 5000 Klicks. Und jetzt hat jedes Video im Durchschnitt mindestens seine 40.000 Klicks. Das ist einfach nur abnormal pervers geil. Und auch Spiele, die ihr nicht so feiert, kriegen viele Klicks, Alter. Das ist einfach abnormal heftig, Mann. Weil das ist einfach so, habe ich auch gemerkt auf YouTube einfach. Mittlerweile nach der Zeit, man feiert nicht nur die Videos, sondern auch die Person hinter sich. Also ich denke mal nicht, dass viele von euch die Videos nur schauen, weil euch das Spiel gefällt, sondern auch, weil ich es zum Beispiel mache. Das ist einfach so, man verbindet einfach mit YouTube und ich will einfach, dass ihr ein Teil von meinem Leben seid und ihr wisst ja auch, ich erzähle euch immer so gut wie alles, was passiert in meinem Leben und wie gesagt, ich will auch euch dann auch an meinem Leben teilhaben lassen. Es gibt ja auch YouTuber, die komplett ihre Privatsphäre für sich behalten und einfach nur ihre Videos hochladen und sonst keine Ahnung, keiner weiß, wie alt die Person ist, keiner weiß, wie groß die Person ist oder aus welchem Land sie kommt, bla bla. Aber ihr wisst, denke ich, richtig viel über mich, weil ich gebe eigentlich fast alles über mich preis. Und das solltet ihr auch zu schätzen wissen, Freunde, weil normalerweise sowas erzählt man. Also, aber ihr wisst ja, ich meine, so engste Sachen und sowas, so erzählt man eigentlich nur seinen guten Freunden und sowas. Aber ihr seid ja auch quasi meine guten Freunde, ihr seid meine Abonnenten, meine Zuschauer. Und ja, wir haben es geschafft, Alter. 6:31 hätten wir packen müssen. Wir sind mit 6:10 durchgekommen. Optimal. Bank 12.000 Punkte dazu. Und ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, hier war es an dieser Stelle von unserem 18. Need for Speed Let's Play. Heute haben wir unseren Porsche leider noch nicht so wirklich in Aktion gesehen, nur bei dem Drift-Event. Aber das werden wir auf jeden Fall noch in der nächsten Folge machen hier. Da werden wir den Porsche nochmal hier schön ordentlich hier Gas geben lassen bei einem Sprintrennen und so weiter. Aber erst wir hören uns an, was Magnus Walker uns zu sagen hat. Und das war super. Jetzt bleibt nur noch eins. Ja, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge alles in Ruhe machen und gucken mal, was wir da so für Missionen machen. Guck mal jetzt, wie geil der die Kurve nimmt. Zack, Alter. Boah, guck mal, wie krass, Mann. Habt ihr das gesehen? Ich war so schnell. Der Porsche hat echt ein krasses Bremsfeeling. Er hat alles. Guck mal, ich habe mit dem gar keinen Unfall gerade gebaut, ey. Ist einfach nur abnormal. Guck mal, der hat so ein leichtes, so eine lockere Bewegung, Alter. Das habe ich ja. Guck mal jetzt, diese Kurve jetzt links, warte. Guck mal jetzt. Zack, einfach so. Und ich bin um die Kurve. Das ist abnormal heftig, oder? So, wir gucken mal unsere Mission. Das machen wir auf jeden Fall alles beim nächsten Mal hier mit Robin, mit Manu, mit Amy. Machen wir alles in Ruhe beim nächsten Mal und dann werden wir unseren Porsche voll in Aktion sehen. Alles klar, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich wieder sehr bei 8000 Likes freuen. Euer Öni ist raus, morgen geht's weiter mit WWE. Vorhin kam noch hier GTA San Andreas online, beziehungsweise kommt noch online. Ich wünsche euch viel Spaß, einen schönen Abend, macht's gut, haut rein und ciao!